Hochverehrtes Publikum, liebe In- und Ausländerinnen und Ausländer, liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Bürgerstrecke. In diesen Stunden grüße ich ein letztes Mal in diesem Jahr von dieser Bühne. Im Hintergrund strahlt das Rathaus und es ist ein großer Glanz von innen. Ein großer Glanz von innen, der auf alle herniederstrahlt, auf all jene, die sich hier versammeln, um die Obrigkeiten vor weiteren Untaten zu bewahren. Und die sich hier versammeln, sind im wahren Sinne die Stuttgarterinnen und Stuttgarter des Jahres 2013. Glückwunsch! In ihrem Gefolge, aber auch die zahlreichen kritischen Geister aus dem Umland, von der Albra, von Kocher, Rems und Jagst und Mo, aus dem Bodenseekreis, aus dem Badischen, aus dem Fränkischen. Ich muss, weil mir es wichtig ist und euch glaube ich auch, und weil man uns so viel von Moral redet und von Sitte und Anstand und von Verfassung und von Demokratie, etwas zum Demokratieverständnis in diesem Staat sagen. In diesen Stunden feiert ja die Republik, die ja mit einer gewissen Verwunderung, ja Verachtung, irritiert auf Stuttgart zeigt, auf euch, auf sie, auf mich, feiert einen der ganz großen Räuber unseres Jahrzehnts. Michail Chodorkowski. Vom Sekretär des kommunistischen Jugendverbandes Komsomol zum größten Dealer und Betrüger. In diesen Tagen küssen die deutschen Medien Chodorkowski die Füße. Und in diesen Tagen kriegt die politische Klasse unseres Landes Michail Chodorkowski ganz, ganz tief in den Arsch. Sie sind schon ziemlich weit gekommen. Chodorkowski ist einer der Hauptprofiteure des Wildwestkapitalismus der 90er Jahre im alten Russland. Ein Mann, der sein Land, den Staat, die Bevölkerung nach Strich und Faden beschissen hat, belogen, gestohlen, der wird bei uns als Superstar gefeiert. Der ganz große Held des neuen Abendlandes. Warum das heute hierher gehört, fragen Sie. Weil es ein gutes Beispiel ist, ein Beispiel der Zeit, dass Macht und Geld keine Moral kennt, keine Grenzen. Im Gegenteil, dass sie sich lieben. Spitzenverdiener und Spitzenvermögende können längst auf ein Netz von Meinungsmachern, Lobbyisten, Rechtsanwälten und anderen Helfern zurückgreifen. Dass sie bei schlimmen Verstößen gegen Gesetz und Moral vor Sanktionen schützen und aus den Fängen der Justiz und der rechtsstaatlichen Verfolgung retten kann. So Albrecht Müller in den Nachdenkseiten. Und wenn Sie Gelegenheit haben, gehen Sie einfach mal auf die Nachdenkseiten und gehen Sie auch auf Kontext. Gehen Sie auch auf die Tanz. Wer viel Geld hat, kann sein Volk ausnehmen. Und wenn er dabei erwischt wird, dann sorgt die internationale Propaganda der Ausbeuter für den Freikauf und für eine begleitende Propagandaarbeit. Auch die gleichgerichtete Kennzeichnung des Betrügers Chodorkowski als Kreml-Kritiker und die Unterschlagung anderer Kennzeichnungen wie Betrüger oder Geldwäscher, die man ja auch bei uns hat und liebt und gern hat, ist nur denkbar, wenn man Schufte wie ihn als honorige Zeitgenossen akzeptiert. Und wenn Sie Fürsprecher haben, wie Dietrich Genscher, und für eine Gleichstellung der Public Relations Agenturen sorgen. In diesen Stunden, in denen Chodorkowski im Kreis seiner Familie in Berlin dem neuen Jahr entgegenzittert, neuen Geschäften, neuen Betrug, wie viele andere auch, zittert ganz Deutschland vor Millionen von Bulgaren, Rumänen und Ungarn, die wie Heuschrecken an den Außengrenzen der EU lauern, um uns mit Gulasch, Paprika und Armut zu überschwemmen. In allen bayerischen Dörfern versammeln sich heute und morgen die Menschen in diesen Stunden, eine verängstigte Landbevölkerung zu Parkgebeten. Ein Mummenschanz der CSU, der uns weismachen will, dass der Untergang des Abendlandes droht und wir den Anschluss an Japan und Nordkorea verlieren, wenn Stuttgart 21 nicht gebaut wird. Aber liebe Freundinnen und Freunde, in diesen Stunden sollten wir auch
der politischen Justiz in diesem Lande gedenken und ein kleines Denkmal setzen. Der Justiz, die mit eiserner Faust alle Übeltäter bis ins letzte Glied verfolgt, wenn sie nicht gerade Mappus heißen. Eine Justiz, die alle Anzeigen niederschlägt, die gegen Polizei und Obrigkeit ist und auf die lange Bank schiebt, ignoriert, zurückweist, nicht behandelt, bis sie schwärzer werden als der schwärzeste Donnerstag je war. Und in diesen Stunden singt dann der sozialdemokratische Justizminister Rainer Stickelberger: Los, kann noch einen Sieber nicht verfüttern. Keine Angst, keine Angst, Rosmarie. Stickelbergers Rosmarie ist Oberstaatsanwalt Häuserler, Ex. Ein Mann, der sich so gekonnt aus seiner Verantwortung gestohlen hat, wie sein Dienstvorgesetzter Stickelberger selbst. Denn auch das muss einmal in aller Deutlichkeit gesagt werden. Stickelberger hat in puncto Wehrmachtsverbrechen von St. Gallen bis Tazema ebenso wie beim Schwarzen Donnerstag mit frommem Augenaufschlag und getan, die Justiz des Landes sei unabhängig. Kikeriki, Kikeriki und dreimal täte der Hahn. Wahr ist aber laut Verfassung, Staatsanwälte in Deutschland sind innerhalb eines hierarchischen Systems den Weisungen des jeweiligen Landesministers unterworfen. Um es klar zu sagen, ein Staatsanwalt hat zu tun, was die anderen wollen. Was selbstverständlich ehrenwerte Politiker aus selbstverständlich ehrenvollen Gründen wollen. Aus dieser Tatsache ergeben sich interessante Konstellationen, wenn Kriminalisten einmal ermitteln sollen gegen den eigenen Parteibonzen oder in einem Bundesland gegen eine regierende Partei. Aber bedenke, die Staatsanwaltschaft ist Herrin der Ermittler. Aber Politiker mit dem richtigen Parteibuch sind die Herren der Staatsanwaltschaft. Dagegen ist der Pferdefleischskandal des Jahres wie ein echtes Schwarzwälder Pfefferkuchenherz aus St. Georgen, das in Wahrheit aus China kommt und die holländische Tulpenzwiebeln auf Geisburger Maß schmeckt. Liebe Bürgerinnen und Bürger, auch das alles gehört zu Stuttgart 21, weil es mit Moral zu tun hat, mit Anstand, mit Sitte, mit Verfassung, mit Demokratie und mit euch, die oben bleiben. Solokowski wäre ein Freund von Stuttgart 21. Denn Stuttgart 21 ist genauso eine Frage des Immobilienhandels und Deals wie die der verkorksten Bundesbahn, der versifften Bahnhöfe auf dem Land, der verspäteten Züge. Zu Stuttgart 21 gehört der Naturschutz ebenso wie die Betrügerei in der landeseigenen Banken, von den anderen gar nicht zu reden. Zu Stuttgart 21 gehört aber auch Hans-Dietrich Genscher und seine FDP und Deutschlands neuer Liebling. Zu Stuttgart 21 gehören der Niedergang der Medien ebenso wie die Niederhöhung im Nordbahnhofviertel und das Verscheuern öffentlichen Eigentums an die Bordellbesitzerin Patricia aus Augsburg. Zu Stuttgart 21 zählt die Zerstörung des Stadtbildes und die Vernichtung von hunderten alter Bäume, genauso wie die Gefährdung des Grundwassers. Zu Stuttgart 21 zählen die Versammlungsverbote, ebenso wie die Volksverdummung 21 im ganz großen Stil. Zu Stuttgart 21 zählt der Rückbau des Bahnhofs, genauso wie der Abbau der Demokratie. Zu Stuttgart 21 gehört das schwindende Vertrauen der Menschen in Staat und Gesellschaft, in Regierung und Justiz. Zu Stuttgart 21 gehört die Gefährdung des Mineralwassers, wie die Privatisierung und Kommerzialisierungen von allem Öffentlichen, von allem, was Gemeinsinn heißt. Wahlen und Trinkwassern, Volksabstimmung und Bürgerbegehren und Stresstest und Schlichtung, all das ist auch Stuttgart 21. Zu Stuttgart 21 gehört das Großkotze von der LBBW und der LBBW. Ihre Vertreter in Aufsichtsräten sind meist glühende Verfechter aus der Fraktion der Badvernichter, den Staat, die Allgemeinheit immer wieder mal gehörig über den Tisch ziehen. Steuerbetrüger. Das klingt übrigens wie ein Kavaliersdelikt in diesem Lande und wird in der Öffentlichkeit
auch genauso behandelt. Aber wer die Straße für 30 Minuten blockiert, das kann nur ein Verbrecher sein. Einer der absoluten Ignoranten von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Aber liebe Freundinnen und Freunde, wer die Allgemeinheit kriegt, wer die Allgemeinheit wissentlich und willentlich betrübt, mit dem hat die Bespoke Weihnachten und Ostern und Silvester auf einmal zu feiern. Man prostet sich zu, auch morgen wieder, und sagt, das war doch mal wieder ein gutes Jahr für krumme Geschäfte in diesem Land. Liebe Bürgerinnen und Bürger, in den 4 Jahren ihres Bestehens hat diese Bürgerbewegung, eure, unsere Bürgerinnen und Bürgerbewegung, gezeigt, dass sie die andere Seite dieses Landes repräsentieren. Sie haben gezeigt, was Courage und Demokratie heißt. Und sich nicht kirre machen lassen von dummen Nachbarn und bösen Autofahrern. Ich sage euch, wer sich nicht einschüchtern lässt, verteidigt mit dem Kopfbahnhof, mit Stuttgart 21, mit euren Visionen und Plänen auch die Demokratie. Wer auf der Straße ist wie wir, wie Sie, wer sich nicht für dumm verkaufen lässt, wer immer wieder prüft und fragt und sich selber auch fragt und in Zweifel zieht, wer nachdenkt, vor dem werden einst die Söhne und Töchter und die Enkel und die Nichten und die Nachgeborenen in ferner Zeit den Hut ziehen. Und das ist viel. Und ich sage euch, vor keinem anderen, vor den Wasservernichtern und den Umweltvernichtern wird man je den Hut ziehen. Man wird sie verfluchen. Alle diejenigen, die dieses Land kaputt gemacht haben. Aber sie sind stärker als wir denken. Überall auf der Welt, in allen Ländern, erheben sich die Bürgerinnen und Bürger. Mutige Menschen, manchmal unter ganz, ganz widrigen Bedingungen und bezahlen ihren Widerstand nicht selten mit dem Leben oder mit Gesundheit. Für 2014 wünsche ich euch, bleibt heute heiter, Freunde. Bleibt heiter und gelassen in eurem Widerstand und lasst euch auch künftig nicht ins Boxhorn jagen. Bleibt heiter und widerständerisch. Wir haben zwar nicht die Wahrheit gepachtet, aber wir wissen zu viel und das ist unser großes Problem. Das macht uns ungeduldig, das macht uns zornig, das macht uns wütend und zwar mit Recht. Aber wir brauchen für die langen Zeiten und die harten Winter auch die Geduld. Wir brauchen Geduld und Fantasie, wir brauchen Bahnhöfe und Straßen, denn das ist unsere Stadt, unser Land. Das wünschen wir euch und uns allen. Geduld und Gesundheit, Geld und Genügsamkeit, Großmut und Glück. Wessen Land? Unser Land. Und wessen Stadt? Unsere Stadt. Und wessen Jahr? Unser Jahr. Oben bleiben. Das macht nochmal der David Stützel, Klangkünstler. Musik, wenn ihm die Hände nicht abgefroren sind. Und dann bin ich Jürgen Schwab, Kirchenmusikdirektor vom Hospitalhof, hier auf die Bühne zu einer ganz großen Rede.